Was geht ab, meine lieben Freunde? Und hier und herzlich willkommen zum 41. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter mit Uncharted. Die letzte Folge war einfach so krank. Wir waren wie in einem Actionfilm drin. Wir mussten erstmal aus dem Flugzeug springen. Und jetzt sind wir ja einfach mitten in der Wüste, haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Und unser letzter Kontrollpunkt, der war dort gewesen, wo wir unter diesem Stein übernachtet haben, in diesem Schatten. Wir haben sogar schon uns Stimmen eingebildet. Wir haben uns eingebildet, Sullivan zu senden, also Sully, unseren besten Freund. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Es ist mittlerweile schon Nacht geworden, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt hier passieren wird, Leute. Alles klar, starten wir direkt, Kontrollpunkt neu starten. Ab geht die Post. So, okay. Also hier haben wir aufgehört, Freunde. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an, Alter. Man, es ist mitten in der Nacht. Ihm ist kalt geworden. Tagsüber ist einem warm. Und nachts einfach kalt. Guckt ihm in die Augen, Alter. Drake. Ich sollte nur. Was solltest du nur? Eieiei, Freunde, Freunde. Oh Gott. Gibt sich den Arsch ab, Alter. Nicht hinlegen. Darf sich bloß nicht schlafen. Denk, stell dir vor, wir gehen jetzt diesen Berg hoch. Ach du Scheiße, ich kann nichts mehr machen. Der fällt gleich um. Ja. Eieiei, Leute, Leute. Nate sieht einfach aus, ob der tot wäre. Mann, das Spiel ist aber echt krank. Ich kann mich an kaum noch was... Oha, Sully? Das bildet er sich ein, Alter. Fata Morgana. Nate! Sully. Nate! Sully. Wach auf. Hilf mir. Komm schon, los, deine Hand. Er bildet sich das nur ein. 100%. Weil Sully ist sein bester Freund und der ist ihm halt die ganze Zeit im Kopf. Ich habe dich überall gesucht. Ich habe dich gesucht. Keine Ahnung, vielleicht und weg ist er. Glaube ich. Sully? Sully? Boah, diese Musik, Alter. Halleluja. Ist schon wieder tagsüber geworden, ey. Junge, diese Wüste. Die frisst uns auf, Freunde. Die Wüste frisst uns auf. Mann. Ich muss mich erstmal noch von der letzten Folge erholen. Die war so krank gewesen, Alter. Wer die nicht gesehen hat, der musste sich auf jeden Fall reinziehen. Ey. Wir sind da wie im Actionfilm, da im Flugzeug. Flugzeug ist abgestürzt, wir springen raus und alles. Sully! Oha. Sully! Da ist eine Stadt. Sully. Hast du geschafft? Wir haben eine Stadt gefunden, Leute. Oder bildet sich das nur ein? Das ist ein Dorf. Als ob. Als ob mitten im Nirgendwo sich ein Dorf befindet, Alter. Das kann doch nicht sein, Mann. Der ist schon so am Flogen, dass sich das so einbildet, oder? Ich weiß es nicht mehr, Freunde. Ich lasse mich ehrlich gesagt auch überraschen. Bin mal gespannt, ob da wirklich ein Dorf sein wird oder nicht, ey. Das haben die schon cool gemacht, dieses Kapitel hier in der Wüste. Man weiß nicht, was auf einen zukommen wird. Siehst du? Schön die Wüste, ja. Sehr, sehr schön. Alter, aber diese Remastered, also die Grafik hat sich so verbessert. Oha, was ist das denn, ey? Ach du Scheiße. Nein. Mist. Eine Geisterstadt. Kapitel 19, die Siedlung. Boah, diese Musik, Alter. Ey. Leute, der arme Nate, Alter. Stell dir vor, der wäre hier gestorben jetzt, Alter. Stell dir mal vor. Wenigstens echt. Keine Fata Morgana, oder? Ich muss Wasser finden. Ja, Wasser wäre echt gut. Wasser, ja, da war eine Türe. Kommt aber nie im Leben durch, oder? Komm ich nicht durch. Ist ein anderer Weg. Ein anderer Weg. Da ist eine Leiter. Alter, genießt einfach mal diese Musik. Krank, Mann. Das ist richtig diese Gänsehautmusik, ey. Junge. Fange ich gleich an. Guck mal, die Decke, wie unstabil. Bitte Wasser, Alter. Wasser. Gibt uns doch nur Wasser. Alter, guck mal, die Stadt, wie verlassen. Ein Brunnen. Okay. Ein Brunnen? Runter da. Hallo. Schön. Wo sind wir hier, Alter? Verdammt. Ach du Scheiße, gar kein... Da, Wasser! Wasser!
Boah. Alter. Ach, Mist. Nicht trinkbar. Ach du Kacke, ey. Nathans Ende. Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was passieren wird. Was wird hier passieren? Wird es Nate überleben oder wird er sterben? Das ist die Frage. Hier können wir auf keinen Fall weiter. Wir müssen irgendwie wieder hier hoch, oder? Sieht aus, wie man hier hochklettern kann, ja. Alter, wir sind einfach mitten in der Stadt, in so einer Geisterstadt verlassen, Alter. Wie krank. Also, dass die Macher sich was Geiles einfallen lassen, wirklich, ohne Spaß. Ich fand ja schon die Teile davor auch geil. Aber es wird von Teil zu Teil, wird das Spiel einfach geiler und geiler. Ich freue mich so auch nochmal auf den vierten Teil, Leute. Das könnt ihr euch einfach gar nicht vorstellen, ey. Mann. Ja, Freunde, dieses Video wird jetzt schön pünktlich kommen. Schatz, das Video wird schön pünktlich kommen. Oh shit, Alter, in einer richtig geilen Qualität. Alter, hier muss doch irgendwas sein, was man gebrauchen kann. Guck mal, wir sind die ganze Zeit hier. Oha! Oh, Scheiße! Wer ist das? Drake! Wer ist das denn? Ich brauche eine Knarre. Ach du Scheiße, Alter. Ja, super, ich brauche eine Knarre. Hier, hol mal die Knarre, guck mal. Ja, klar. Womit ballern die da auf uns? Alter, wohin? Ach du Scheiße, Mann. Die haben diese saudi-arabischen Waffen, die sind schon richtig krank. Leute. Okay, komm, jetzt machen wir das, Leute. So, let's geht's los. Nathan Drake ist back in der Wüste hier. Zack, haut ihm in die Fresse, dreht ihn um. Packt sich die Waffe aus dem Drehen. Granate da um die Ecke. Wir drehen uns um, nehmen uns die Pistole mit. Sturm stürzt ein, alles stürzt ein. Drake geht in Deckung. Bam, bam. Ach du Scheiße, Alter. So, komm jetzt, Alter. Nathan Drake. Wir machen das jetzt. So, gehst mal hier hinter. Warten wir. Bam, schnapp ich mir den weg. Stark gemacht. Nimm die Waffe. Geh nach da. Zack, hier. In deine Fresse. Alter. Boah. Junge, wie laut das hier ist, ey. Alter, was haben die für Waffen, Mann? Seid mal ehrlich. Oh, yo. Ja, nicht mal Granaten, ey. Komm, warte. Da. Zack, in deine Fresse rein. Zack, hab ich beide richtig. Haben dich fast selbst umgebracht. Zack. Alter, die Waffe ist unnormal laut. Junge, da geht's wieder richtig ab mit der Musik und allem. Freunde, ich bin wieder mittendrin statt nur dabei. Wir fühlen die Scheiße. Ach du Scheiße. Der hat eine fette Rüstung am Start. Wir müssen die Para aufnehmen. Oha. Komm. Wie viel schluckt der denn, Mann? Hier, kriegst du die direkt zurück, du Pisser. Bam. Verreck hier in deine Fresse rein. Ist es das gewesen, Leute? Das wird mir nützlich sein. Alter, was hier abging, Mann. Junge. Los, findet ihn. Krass, Mann, die sind alle... Anscheinend hat es wohl einen Überlebenden gegeben. Und der hat verraten, dass Nathan Drake sich hier noch in der Wüste befindet. Jeder hat wahrscheinlich gedacht, dass Nathan das nicht überlebt hat. Aber es wurden trotzdem Wachen durchsucht. Ja, sie sollten wohl das Flugzeug suchen. Genau, die sollten das Flugzeug suchen oder sowas. Krass, Mann. Richtige kranke Scheiße hier, ey. Komm, verpiss dich. Ich sag eine Fresse. Bam, Kopfnuss. Ujo. Bam, die können aber gut kämpfen, Alter. Oha, da kommen wieder... Da kommen wieder voll die Tiere, ey. Ja, wenn man dann geil. Zack, wir haben eine gute Waffe, Leute. Oha. Hier. Oha. Von der Seite hier. Es geht hier ab, wir müssen nur aufpassen. Oha, Granate. Nein, die kann uns nicht umbringen. Unmöglich. Die bringt den anderen vielleicht um, aber nicht uns. Oha. Bam, Junge. Tsubasa. Volley Tsubasa-Kick hier. Ja, mein eigener Granate, der ist tot. Immer schön rechtzeitig schießen. So, jetzt geht's ab hier. Oh, Alter. Guck mal, wie viele hier einfach nur sind, ey. Den hole ich mir jetzt schnell. Zack. Alter, wie die teilweise schlucken, ne? Oha. Wie schnell unser Leben gerade weg war. Habt ihr das gesehen? Der hat uns nur einmal getroffen. Was hat der für eine Waffe, der Typ? Würde ich mal gerne wissen. Zeig dich doch. Guck mal. Hier. Zeig dich, du Lappen, hä? Schon tot? War's das? Was ist mit der Pistole getroffen? Alter. Oha, da drüben, gar nicht gut. Nathan! Ach du Scheiße. Direkt über uns.
4. Alter, ey. Ich sitze unten fest. Ja, super. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Ich habe eine Idee, Leute. Der hat doch gerade die roten Dinger abgeballert. Wenn der das kann, können wir das auch. Hier. Siehst du? Siehst du, ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's gewusst. So, jetzt können wir hier ganz locker easy hochklettern. Da ist ja Action hier die ganze Zeit, Freunde, Alter. Richtig geil, Mann. Ich versuche die Let's Plays, aber... Ja, ihr schreibt immer, halt die Let's Plays schön lange. Aber es wurde Uncharted wieder verschoben auf den 10. Mai, glaube ich, ist das jetzt. Eieiei. Uncharted wird leider auf den 10. Mai verschoben, Leute. Das bedeutet, es wird leider etwas später rauskommen. Und deshalb... Wow. Deshalb will ich versuchen, dass Uncharted 3 so lange wie möglich bleibt. Das wird langsam lächerlich. Das Uncharted 3 muss so lang wie möglich bleiben, damit wir nicht zu einen riesen Abstand haben zu Uncharted 4. Wisst ihr, wie ich das meine? Weil ich will direkt eigentlich so quasi mit dem Anschluss Teil 4 zocken. Alter. Oh, jetzt. Ich kann mich noch erinnern an diese Stelle. Ich schwöre auf alles. Es wird unnormal krass schwer werden, Alter. Oh, ich hab genug. Was komm her. Eieieiei. Zack. Boah, die Waffe ist richtig geil, Mann. Also, den töte ich jetzt gleich auch. Oh, nein. Zack, direkt auf den mit dem Schutzschild am besten. Eieiei, gar nicht gut getroffen. Zack, in die Füße, Alter. Ach, Dreck. Hier, kriegst direkt die Granate zurück. Bam, Junge. Zack. Oha. Der hat irgendeinen Raketenwerfer gehabt oder so. Komm, es wird immer schwerer und schwerer werden, Freunde, Alter. Es wird nicht einfach werden. Ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das gemeinsam hin. Komm. Die heutige Folge halte ich auf jeden Fall so 25 Minuten, wie sonst auch eigentlich immer. 25 bis 30 Minuten so. Oha, da links kommt wieder... Ach, du Scheiße, Alter. Warte. Hier, ihr kriegt mal zwei Granaten. Zack, wieder zurück. Bam, Junge. Alle tot? Alle tot, Alter. Das haben wir richtig gut gemacht. Wir haben alle getötet und perfekt keine Munition mehr. Oh, da liegen zwei coole Waffen. Die M9 ist das, glaube ich. Ah, die Para ist scheiße. Diese Raffina geht richtig ab, die wir gerade aufgehoben haben. Alter, ich bin da fast runtergefallen in die Schlucht, ey. Mal gut hochgezogen. Stell dir vor, wir werden gestorben und dann alles von neu. Leute. Wir sind immer noch in dieser verlassenen Geisterstadt. Anscheinend wirklich haben die mitbekommen, dass das Schiff nicht angekommen ist. Und deshalb haben die paar Leute rausgeschickt. Und jetzt haben die einfach noch Nathan dazu gefunden. Aber die Frage ist, wo sind Elena und Sully, Alter? Weil die müssen uns ja eigentlich auch suchen. Wisst ihr, wie ich das meine? Also Elena... War ja schon richtig angepisst erstmal, dass wir die zurückgelassen haben. Und das fand die echt nicht cool. Aber Sully, unser Retter in Not, ey, der ist, glaube ich, auch noch in Gefangenschaft. Aber der wird noch kommen. Der wird noch kommen, Alter. Das ist unser bester Freund. Der wird das machen, Mann. Eieieiei. Guckt euch das mal an, ey. Einfach so eine tote, verlassene Stadt, Freunde. Okay. Hoffentlich der letzte. Eieieiei. Jetzt geht's wieder los hier. Ach, und noch ein Bus da oben. Ja, klar. Oh mein Gott, Leute, Alter, das ist überhaupt nicht einfach hier. Kannst du mir mal sagen, wie ich dieses scheiß Auto da oben kaputt machen soll? Sag mir das mal bitte. Eine Granate kann dieses Auto nicht kaputt machen. Wir müssen überlegen, Leute. Wir müssen echt überlegen. Eieieiei. Alter, komm, mein Leben, Mann. Die fetzen da ja richtig drauf. Ja klar, zwei Granaten. Wollt ihr nicht noch drei werfen? Also wir müssen erstmal langsam schauen. Am besten gehe ich hier rechts rum. Warte, jetzt hol ich mir den da oben. Komm, weiter. Komm, wir machen das jetzt. Spring. Wow, guck mal, unser Leben. Ach du Scheiße. Jetzt geht die Musik ab. Wir müssen abgehen, Leute. Ich bin back, Alter. Was ist los hier? Komm. Und wieder Action hier am Start, Mann. Dreh den Fernseher auf. Oi. Eine Granate. Lauf! Nein. Ja, da ist doch jemand gerade gewesen. Da. Haben wir. Ey, wie schwierig diese Stelle ist, Alter. So viele Gegner einfach hier. Ah, ich habe eine Idee, wie ich den scheiß Wagen runterholen kann. Ich Vollidiot. Ich bin doch dumm. Hier. Ich baller die scheiß Dinger da einfach ab. Zack, 100%. 100%. Drauf. Ich hätte das direkt machen müssen, Mann, ich Idiot. Die werden alle darunter tot. Alle. Ich habe das jetzt gelernt. Locker einige von euch haben das schon vorher gesehen. Ich schlau mal, ihr habt es wieder erst 10 Stunden später gesehen. Ah ja, jetzt ist wieder einer so ein scheiß Granatenwerfer, ey. Auf
Och du Scheiße, Alter, was kommt denn da wieder? Leute. Auf jeden Fall, da ist man der Granate rein, aber die wird nicht viel bringen. Sag dir. Ach du. Nein! Schnell weg, weg, weg! Ach du Scheiße, guck mal, unser Leben. Wir sind fast gerade gestorben. Ich muss die andere Waffe nehmen. Für so eine Distanz kannst du die Waffe vergessen. Da. Nein, ich bin dumm. Ey! Wir sind einfach gestorben, Alter, Mann. Das kann nicht sein. Aber zum Glück nicht alles von neu, Leute. Okay, komm, jetzt machen wir das. Jetzt, komm, Freunde, wir machen das. Bam, 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 bam. Hol dir den da. Ach, du Scheiße, hinter uns sind auch noch welche. Das ist unser Ende, Leute, ja. Das wusste ich nicht, dass da auch noch welche sind, ey. Das sind ja überall, Freunde, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, Freunde, ihr merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen müde, ey. Ich war ja die Nacht bis 7 Uhr wach, hab den Kampf, genau, von Conor McGregor geschaut. Es war einfach echt richtig krank gewesen, Alter. Also wer den Kampf nicht gesehen hat, der sollte ihn unbedingt anschauen. Conor McGregor hat einfach verloren. Der war der haushohe Favorit. Jeder hat gedacht, er würde gewinnen. Und dann am Ende hatte Diaz gewonnen, der Außenseiter, der, von dem jeder gedacht hätte, der er verliert. Hat er einfach gewonnen. Der Kampf ging bis 7, 8 Uhr morgens oder so. Und wir haben uns wirklich von Anfang bis Ende reingezogen. War richtig geil, hat unnormal viel Spaß gemacht. Und ja, war halt ein bisschen blöd, dass wir so lange wach gewesen sind. Aber sonst war es eigentlich ein richtig cooler Kampf. Hat richtig Spaß gemacht. Eieieiei. Guck mal. Alter, diese Stelle hier, ne? Die geht mir übertrieben auf den Sack. Also, ich hab doch gerade irgendwo eine Panzerfaust gesehen. Guck mal, links neben mir. Und genau mit der werde ich die jetzt alle bumsen da. Kommt her. Kommt einfach alle her. Erstmal der Pisser da oben. Hier. Oha, Alter. Was ist denn? Oha, oha, guck mal. Der Wagen rollt einfach. Auf den einen. Eieiei, jetzt haben wir verkackt. Ich muss weg. Ich muss weg hier, Alter. Schnell die andere Waffe nehmen. Ey, die können auch noch. Die können auch noch rennen, Alter. Eieiei. Oh shit, wie soll ich mir den jetzt holen? Ja, genau so, Alter. So hol ich mir den. Was? Alle weg? Ey, gerade war das noch viel schwerer, ey. Ich habe gedacht, da würden noch viel mehr kommen. Und wir haben es jetzt geschafft, ey. Man merkt da wirklich, die Spiele werden immer schwerer und schwerer. Ich habe das da wirklich damals auf extrem schwer durchgezockt. Die höchste Schwierigkeit. Da frage ich mich jedes Mal, wie ich das geschafft habe. Ich glaube, als kleines Kind konnte ich viel, viel besser zocken noch vor 6 Jahren. Da waren einfach die Reflexe noch ein bisschen besser, als wie sie jetzt sind. Da Mann, ist das heiß. Ja, das ist richtig heiß, ja. Alter. Oh shit, jetzt kommen wir. Heute ist eine richtige Ballerei hier am Start, Leute. Wo sind wir jetzt hier? Oh! Hat er mich erschrocken, Alter! Ah, da hat er Glück gehabt, der Nathan. Ach, du Kacke. Ei. Okay, reicht doch mal langsam. Komm, ich bin jetzt. Warte. Zack, hab ich. Alter, nicht. Oh, wir haben Granaten. Okay, jetzt geht die Post ab, Freunde. Viel Spaß. Guck mal jetzt. Zack. Ich liebe Granaten. Oh, was sind das? Gegner? Ich dachte, das ist ein Gegner, Mann. Verstehst du? Was? Ich verstehe dich. Nein. Nicht schießen. Nicht schießen, bitte. Oha. Atahala hatu! Shilu! Yalla, ta'alu! Oha! Der hilft uns! Korrekt! Okay, komm, jetzt geht's ab. Wir müssen hier den Weg frei machen. Die Gegner auf dem Weg töten. Oha, oha. Oben. Geh einfach da lang. Nein. Der Reiter ist tot. Ach du Kacke, Alter. Komm. Reite. Ich muss sofort hier raus. Spring. Ja klar, Nate kann reiten und... Bleib dran, Amerikaner. Ja, ich komm schon. Reite immer vor, Prince of Persia. Richtiger Prince of Persia, der Typ. Reite. Yalla. Scheiße, ey. Boah, ich krieg direkt Bock, Alter, wieder auf so einen Döner oder so. Ich weiß auch nicht. Ich hab grad voll Hunger wieder bekommen, ey. So ein Dürüm oder Adana oder sonst irgendwas. Wie lecker, Alter. Wie Panzerfaust. Hier. Bam, Junge. Mach Tor auf und reit durch. Zieh durch. Ja, Mann, wir haben's geschafft, Alter. Wir haben's geschafft. Jetzt geht's wieder ab in die Wüste. Nate hat locker. So,
Jetzt haben die ein cooles Dorf aufgeschlagen, ein cooles Zelt, coole Party, Alter. So, in schönen Flammen wird erstmal gegessen, getrunken, sich ausgeruht. Und dann kann es auch direkt weitergehen mit der Reise. Prince of Persia. Du bist fremd hier, Amerikaner. Boah, lecker Tee, Alter. Shukran. Ja, ich mach mir gleich auch einen lecker schwarzen Tee. Wir alle. Ich lebe noch. Wieso habt ihr mich nicht umgebracht? Das wäre unhöflich. Du warst in Not. Auch ein Feind braucht Nahrung und Schutz. Dankeschön. Bist du mein Feind, Amerikaner? Nein. Drake. Mein Name ist Drake. Der gibt ihm die Hand. Salim, ich bin hier der Sheriff. Ich will nicht aufdringlich sein, Salim, aber ich brauche ein Pferd. Ich kann dir allerdings nichts dafür geben. Willst du die Karawane allein angreifen? Du weißt davon? Meine Kundschafter folgen ihnen seit 2 Tagen. Was macht ihr hier? Was wollen die Engländer in der Rubalkali? Sie suchen die verlorene Stadt Ubar. Ihr rammt die Säulenstadt. Mein Freund ist ihre Geisel. Nur er kennt den Weg dorthin. Wenn sie Iram finden, ist er wertlos für sie. Sie töten ihn. Wenn sie Iram finden, sind wir alle tot. Deshalb. Vor 3000 Jahren war König Salomon der Herr über die Djinn. Dämonen aus rauchlosem Feuer, bis sie sich wehrten. Er sperrte sie ein in ein Messinggefäß und warf es in die Tiefen der Stadt. Iram wurde zum Ort des Bösen, verflucht von den gequälten Seelen der Djinn. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen, wenn sie die Macht der Djinn entfesseln. Wir haben also nicht viel Zeit, oder? Nein. Aber es sind zu viele, wir können sie nicht gleich angreifen. Heute ruhen wir. Morgen erreichen sie die Schlucht. Dann greifen wir an. Krass, Alter. Gleich morgen früh. Mit diesem Djinn und so. Heftige Scheiße mit diesen Geistern und sowas. Dämonen und alles, ey. Das wird krank, Leute. Das wird richtig krank, ey. So, Kapitel 20, Karawane. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan zieht durch. Ja, meine lieben Freunde, wir haben jetzt ungefähr 23 Minuten des Let's Plays erreicht. Und ja, ich würde sagen, hier können wir perfekt das Let's Play beenden. Denn hier wird es weitergehen beim nächsten Mal, wenn wir die Karawane angreifen werden. Ihr habt es gerade gehört in dem letzten Dialog. Es wird richtig krass werden hier, vor allem wegen diesen Djinn, wegen diesen Geistern da, die aus dieser Truhe, wenn die befreit werden, dann wird hier einfach der krasse Scheiß abgehen, Leute. Das sage ich euch einfach mal. Weil immer am Ende von jedem Uncharted, da ging wirklich jedes Mal die Post ab. Wir sind jetzt hier auch schon ungefähr beim Ende angekommen. Ich kann euch das mal zeigen, wenn wir auf Speichern klicken. Zack, Speichern. Wir haben jetzt 86% abgeschlossen. Könnt ihr sehen, Kampagne 86%. Ich speichere das Ganze jetzt nochmal. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da. Ihr habt vielleicht gemerkt, heute war ich ein bisschen müder als sonst. Aber ja, ich bin auch nicht jeden Tag immer 100% topfit. Ich muss mich heute erstmal ein bisschen ausruhen, schön pennen gehen. Aber hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Uncharted, wirklich einer, wenn nicht sogar mein Lieblingsspiel auf diesem Kanal. Es ist momentan einfach wirklich so krass geil, ey. Und ja, wenn euch auf die nächste Folge freut, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich wieder sehr über 8000 Likes freuen. Euer Öni ist raus. Euch allen schönen Abend. Macht's gut. Haut rein und ciao.